Hallo und guten Tag. Heute will ich mir mal diese ARD-Mediathek anschauen. So hilft Ihnen Vitamin D durch den Winter vom 22. Februar 2018. Der Arzt und Medizinjournalist Lothar Zimmermann. Gute Idee? Ja, wenn die Vitamin D enthalten und man die zu sich nehmen kann, Pilze sind da gut, wunderbar, kann man gut essen. Jawohl. Weil ein natürlicher Vitamin D-Lieferant, also ein Bestandteil unserer Nahrung einfach. Genau, alles, was man über die Nahrung zu sich nehmen kann und die ein bisschen umstellen und der Jahreszeit anpassen, das finde ich gut. So. Naja, es gibt Shiitake-Pilze, die ja enthalten in einer Portion schon 30.000, 40.000 Einheiten Vitamin D. Ob man das dann als natürlich behandelt, das ist hier eine Illusion. Der Arzt wurde kurz vorgestellt, er ist in Wirklichkeit in seinem Hauptberuf Redakteur. Und ob er eigene Vitamin D-Patienten hat, ich wage es einmal zu bezweifeln. Ich darf über mich sagen, dass ich seit 10 Jahren diese Vitamin D-Therapie mache und pro Tag etwa 20 bis 60 Rezepte darüber ausstelle und natürlich die entsprechende Erfahrung habe. Jetzt gerade, du sagst Jahreszeit, dieser Winter war der dunkelste seit langem. Viele Menschen sind einfach müde und schlapp und sagen, boah, Vitamin D bringt mich nach vorne. Es wird ja zumindest als solches beworben, fast schon als Wundermittel für. Als Wundermittel. Ich sag mal, wenn wir konsequent in ganz Deutschland die Vorschrift missachten, dass man einen Spiegel von 30 haben sollte, wie das von der Wissenschaft festgestellt wurde, dann kann man natürlich Wunder bewirken, indem man den wiederherstellt. Also wenn ganz Deutschland in seinen Autoreifen nur den halben Druck hat, dann hat man natürlich ein Wundermittel, wenn man die Reifen auf normalen Druck bringt und dann wird sich zeigen, dass das Auto weniger Verbrauch hat. Also das Wundermittel gegen hohen Spritverbrauch und häufige Unfallraten ist einfach mal den Reifen auf normalen normalen Reifendruck bringen. All diese Befindlichkeitsstörungen. Was sagst du dazu? Also eigentlich brauchen wir kein Vitamin D zusätzlich. Kein Vitamin D brauchen wir zusätzlich. Der Mann hat jetzt schlichtweg keine Ahnung. Er führt die Menschen, wenn er es denn weiß, in die Irre. Es ist nicht möglich, in einem U-Boot oder im Weltraum ohne Vitamin D seinen Vitaminspiegel aufrechtzuerhalten. Und das ist bei einem völlig lichtarmen Januar und Februar genau dasselbe. Er kann hier eins und eins leider nicht zusammenzählen. Zum einen muss man wissen, dass Vitamin D eigentlich kein richtiges Vitamin ist, sondern eher ein Hormon, ein Botenstoff. Also, Vitamin ist ein Hormon. Also ich sag mal, beides ist richtig, sowohl als auch. Das Vitamin D3, was wir schlucken, das ist eine Vorstufe, das ist einfach ein Vitamin. Das hat noch keine hormonelle Wirkung. Das heißt, wir können da 500.000 Einheiten nehmen, da tut sich erstmal gar nichts. Erst der Körper geht hin und macht aus diesem Vitamin Rohstoff dann das Hormon. Also Vitamin ist nicht generell ein Hormon. Ich habe so den Eindruck, Dr. Lothar Zimmermann möchte hier im Grunde ein bisschen Ängste schüren, damit die Leute die Finger davon lassen. Vorstellt, wie das entsteht, ist es so, dass wir das selber bilden. Und zwar 80% der Vitamin D-Menge bilden wir selbst. Und dann kommt. Diese Zahl ist völlig willkürlich. Aus der Luft gegriffen, der eine, der gar kein Fisch ist, der kriegt es vielleicht über seine Präparate. Also mit dieser Zahl kommen wir einfach nicht weiter. Wir können nicht sagen, dass die Leute alle versorgt sind. Dann müsste man ja auch umgekehrt sagen, 80% fehlt dann im Winter. Also hier fehlt es schon an Konsistenz. Und die löst praktisch so eine Art Vorstufe aus unserer Haut. Dann schwimmt es zur Leber, wird dann nochmal umgebaut und dann zur Niere und auch nochmal umgebaut und dann ist es so richtig aktiv. Und dann sagt das Vitamin unserem Körper, zum einen der Niere, wenn ich zu wenig Kalzium habe, Kalzium macht ja den Knochen fest. Mensch, wir müssen mehr Kalzium bei uns behalten, das darf nicht ausgeschieden werden. Das Und zum stimmt Darm, hier. nimm mal gefälligst Kalzium auf. Und dann kriegen wir feste Knochen. Und so reguliert der Körper das eigentlich selbst. Und nicht nur feste Knochen, sondern auch die Genregulation, die Tumorabwehr, die Immunzellabwehr, auch unser bioelektrisches System basiert auf Kalziumbasis, das müsste man noch ergänzen. Vitamin D ist ein Hormon, was wir tatsächlich im Sommer bilden können. Vitamin D ist ein Vitamin und wird zum Hormon. Und auch speichern in unserem Fettgewebe, in unserem Muskel. Und eigentlich kommen wir damit, wenn wir nicht irgendwie krank und bettlägerig sind und nicht in die Sonne kommen, auch gut über den Winter. Eine Illusion, offenbar auch hier die Absicht, alle Menschen hier vom Vitamin D
wegzubringen. Es trägt tatsächlich zur Verbesserung bei und diese Wunder, die ich quasi Tag für Tag in meiner Praxis bestätigt sehe, die finden statt, weil die Leute einfach mal ihren normalen Vitamin-D-Spiegel erreichen. Und wenn man das hier glaubt, dann wäre es unwichtig. Ich glaube, wir bilden uns das eher jetzt gerade ein. Weil wir einfach auch mürbe sind von diesem langen Winter und die Sonne brauchen und sie uns wünschen. Ne? Wir sehen uns alle auch nach Sonne. Es ist keine Einbildung, man kann es messen. Die Präparate brauchen wir eigentlich normalerweise nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen würde ganz ehrlich ist das bestimmt nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann brauchen wir sie. Gerne mal wegräumen, weil die Vitaminindustrie ist natürlich... Die böse Vitaminindustrie, wir dürfen es nicht mal zeigen. Also sowas von Heuchelei. Also, es wird vor allen Fernsehsendungen hier massiv Werbung gemacht für alle möglichen Gesundheitspräparate, ob jetzt Vitasprint und DocCheck. Und das wird auch nicht weggeräumt. Also er hat hier offenbar Angst, dass die Leute auf den Trichter kommen. Ich sag mal, vom gesamten Pharmaindustrieumsatz ist es weit, weit weniger als irgendwie 1% mit Vitaminen. Das ist unter ferner Liefen. Im Gegenteil, die Menschen haben eine ursächliche Behandlung ihrer Befindlichkeitsstörung und kriegen nicht alle möglichen Antidepressiva reingefüttert, wenn eigentlich Vitamin-D-Mangel die Ursache ist. Sehr aktiv, ihre Produkte irgendwie auch zu bewerben. Und man muss aber sagen, in den allermeisten Fällen brauchen wir keine künstlichen zusätzlichen Vitamine. Und in den allermeisten Fällen, was ist denn mit den Leuten, die Ausnahmefälle sind? Was ist mit Schwangeren, was ist mit Säuglingen, mit alten Menschen? All diese Menschen, denen die Ärzte verboten haben, in die Sonne zu gehen, die Sonnenallergiker, könnte man sich denen nicht mal zuwenden? Also normalerweise haben die Gesundheitssendungen doch immer den Auftrag, sich mit irgendeiner Gruppe von Patienten zu befassen. Und da kann man eben selber sagen, ob man dazu ist. Aber das wäre so, als wenn man sagen würde, ja, Arthrose, das ist alles Unsinn. Nehmen Sie überhaupt keine Arthrosepräparate. Wenn das auch in der Fernsehwerbung kommt, schalten Sie gleich um. Solche Aussagen wird man hier nicht treffen. Also die Spannweite für die Gewinne in Vitamin D, die ist im Bereich von einem Euro vielleicht pro Packung, wenn es hochkommt. Und bei Pharmamedikamenten, die ansonsten angewendet werden, sind die doch deutlich höher. Wir sollten unsere Ernährung so ein bisschen anpassen und versuchen. Ja, wie soll man die Ernährung anpassen? Also wenn ich pro Tag 5000 Einheiten Vitamin D haben will und ich nehme das Vitamin D-reichste Nahrungsmittel, was ich im Supermarkt kriegen kann, dann müsste ich 5 Lagen Lachs mitnehmen und die dann von morgens bis abends essen. Das macht kein Mensch mit. Irgendwie gerade sehr frisch zu essen oder wie heute den Krautwickel. Mhm. Alles ganz super. Krautwickel hat mit Vitamin D nichts zu tun. Brauchen nicht zusätzlich was einwerfen. Okay. Außer ganz bestimmte Personen, die eben wenig ans Licht kommen oder krank sind. Genau, da wenn ich eine bestimmte Krankheit habe oder so, klar, dann muss ich das beachten. Auch die Gesunden und wenn ich haben schon den Vitamin D-Mangel, komme oder nie raus kann, dann muss ich natürlich auch andere Dinge beachten. Wie würde ich denn einen Vitamin-D-Mangel bemerken? Kann man das überhaupt spüren? Ja, manche Leute sagen, sie haben dann Knochenschmerzen oder sie haben Muskelschmerzen oder so. So kann man da schon Hinweise bekommen. So aber in der Regel muss man sagen, Entwarnung. Die allerwenigsten von uns haben einen Vitamin-D-Mangel. Und wie könnte man den feststellen? Die Statistik vom Robert-Koch-Institut sagt, 60% haben es. Irgendwelche Tests machen, sondern das muss dann schon der Arzt feststellen, oder? Das sollte der Arzt feststellen. Man kann Tests durchführen. Da ist es manchmal aber auch umstritten, wie aussagekräftig sie sind. Mhm. Aber auf alle Fälle sollte man das tatsächlich mit dem Arzt besprechen. Weil eines muss man auch wissen. Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Und fettlösliche Vitamine können auch schaden. Und bei Schaden kann letztendlich alles, das ist eine Phrase. Sie können auch mit Wasser jemanden ertränken. Fettlöslich heißt im Grunde nur, es wird eingespeichert, sonst könnten wir überhaupt nicht überleben im Winter. D ist es so, dass wenn zu viel Kalt zum Beispiel aufgenommen wird, weil ich so immense Dosen von Vitamin D in mir habe, dann muss das Kalzium ja irgendwo hin. Und dann lagert es sich beispielsweise in der Niere ab, dann verkalten Gefäße. Jetzt zum Schluss noch so ein Extremfall, wo jemand vielleicht 10 Millionen Vitamin D-Einheiten genommen hat. Das verzerrt natürlich komplett die Situation. Es geht hier nicht um extreme Überdosierung, sondern es geht um den Mangel.
Es bilden sich Nierensteine und dann habe ich natürlich einen Schaden. Deswegen, ja, die Nierensteine werden hier auch erwähnt, die treten aber bei einer normalen Dosierung nie auf. Das ist auch ein Märchen. Im Körper und im Gleichgewicht von Substanzen auch wirklich vorsichtig sein. Okay, diese fettlöslichen Vitamine sind? Das ist E, D, K, A. Und man kann sich das gut merken. Das haben wir als Studenten, als Medizinstudenten so gemacht. Wenn man eine Supermarktkette im Hinterkopf hat, dann weiß man immer sofort, welches Vitamin fettlöslich ist und welches nicht. Mhm. Wir verraten jetzt die Supermarktkette. Nein. Aber das ist ein guter Hinweis, dass man bei denen das sehr dosiert und mit Unterstützung des Arztes nur machen sollte, wenn man da irgendwelche Supplemente nimmt. Vitamin D ist aber derzeit echt ein Hype, oder? Es ist schon das Vitamin, wir hatten erst dieses hochdosierte Vitamin C und dann A und jetzt ist D dran. Und man wird auch diese Einlassung, dass also mit hochdosierten Vitaminen hier der Reihe nach Unsinn gemacht wird, das ist auch eine Idee, die in allen journalistischen Einblendungen zu finden ist. Ich denke mal, wenn man synthetische Stoffe an den Körper heranlässt, dann da hat man genauso das Recht, als auch mal die natürlichen Vitamine hochdosieren oder relativ hoch zu dosieren, weil die relativ untoxisch sind. Man kann zum Beispiel beim Vitamin C sehen, dass es hervorragend gegen Osteoporose wirkt. Das ist eine Studie, aber im Weiteren gibt es dann keine Vermarktung, weil die Profite nicht stimmen. Verunsichert als Verbraucher und auch als Mensch. Jeder Mensch liest. Er ist verunsichert als Verbraucher, weil er nicht die Produkte der Pharmaindustrie nimmt, die aus der Retorte kommen, sondern erstmal auf natürliche Produkte abheben will. Das ist natürlich geschäftsschädigend. Internet nach, wenn man so googelt, Müdigkeit, kommt Vitamin D. Und das liegt einfach daran, weil es stimmt. Ich habe diesen Effekt entdeckt. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, das akute Vitamin-D-Mangelsyndrom, so wie es für jedes Hormon einen Mangel gibt, gibt es auch das da. Und das ist eben kein Internet-Hype, sondern im Internet verbreiten sich letztendlich nur Sachen, die von den kleinen Leuten bestätigt werden können. Da muss man tatsächlich ganz genau hingucken, weil hinter vielen Internetseiten stecken natürlich Interessensgruppen. Genau, bei der Pharmaindustrie, die wollen dann letztendlich ihre Chemotherapie verkaufen oder die Kliniken wollen irgendwelche Therapien veranstalten. Aber ich sag mal, als ich mit dem Vitamin-D-Mangel angefangen habe, da war das noch ein unbekanntes Keyword im ganzen Internet. Und die Tatsache, dass so viele Menschen davon profitieren, das hat zur Verbreitung beigetragen. Also das Internet ist ein zutiefst demokratisches Medium. Dinge, die nicht funktionieren, werden da auch ausgesperrt. Natürlich gibt es Interessen, aber man kann sich mal überlegen, ob eine normale Medizin im Wert von Jahrestherapie 300 Euro mehr kommerzielle Power hat oder so eine Vitamin D, was im Jahr halt vielleicht 20, 30 kostet. Werden finanziert möglicherweise. Leute wollen was verkaufen und auch wenn Vitamine sehr günstig zu erwerben sind, haben die doch eine große Gewinnspanne. Mhm. Das stimmt nicht. Also wenn etwas sehr preiswert ist, dann ist die Gewinnspanne niedrig. Er möchte hier einen falschen Gedanken einpflanzen. Da muss man halt immer sich wieder fragen, wer steckt dahinter und dann ploppt da auch schon im Fenster wieder dieses Präparat auf. Also mit einem richtig teuren Präparat der Pharmaindustrie, da legen sich die Journalisten nicht gerne an, weil dann die Justiziare kommen und sagen, das ist Geschäftsschädigung, nochmal so ein Beitrag und ihr zahlt 100.000 Dollar oder Euro Strafe. Oder das, was man irgendwie erwerben soll. Also Vorsicht ist die Mutter der Vitaminkiste. Und wenn ich jetzt... Warum soll man mit Vitaminen vorsichtiger sein als mit allen anderen Medikamenten? Ich meine, wir kriegen doch die ganzen Kopfschmerzmittel mit der Fernsehwerbung um die Ohren gehauen, das sollen wir alles nehmen. Und ich sage mal, wenn man Vitamin D nimmt, dann hat man weniger Kopfschmerzen. Dann gehen also diese Umsätze zurück, wo eben eine Packung mit 20 Tabletten mal locker 10 Euro kostet. Und beim Vitamin D ist man durch den gleichen Betrag ein ganzes Jahr geschützt und gleichzeitig noch andere Risiken vermindert. Also da kriegt die Verkaufsindustrie die Panik. Draußen Sonne habe, darf ich mich der dann oder sollte ich mich der mit möglichst viel Haut aussetzen? Also auch den Schal ausziehen, Handschuhe ausziehen oder wie tanke ich die? Also Schal ausziehen, das erhöht dann die Belichtungsfläche vielleicht von 3-4%. Also jetzt im Winter tatsächlich, wenn man mal rausgeht und die Sonne mal scheint, brauche ich jetzt nicht einen hohen Lichtschutzfaktor. Da soll ich tatsächlich die Sonne tanken. Anders ist es natürlich.
Auch das ist eine Illusion. Wir können im Winter keine Sonne in dem Sinne tanken, dass wir Vitamin D bilden. Erst wenn die Haut wirklich heiß ist, sagen wir mal im Mittagssommer Sonne, dann bildet sich Vitamin D. Das ist eine chemische Reaktion, die braucht eine gewisse Hitze. Und dieses Sonnetanken ist eine Illusion, die eine Selbstversorgung suggerieren soll. Ein Fehler. Im Sommer, da reichen 20 bis 30 Minuten aus, damit ich die Vitaminspeicher auffülle, die Vitamin-D-Speicher. Aber jetzt im Winter brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich ohne Sonnenschutz rausgehe. Ja gut, Sonnenschutz, meine Güte. Das impliziert ja, dass man im Sommer Sonnenschutz haben sollte. Das stimmt aber gar nicht. Wenn man in der Sommermittagssonne Sonnencreme aufträgt, dann ist überhaupt keine Vitamin-D-Bildung da. Das nur an Stellen, wo man es vergessen hat. Also das ist auch den Sonnenschutz hier einzupflegen, das ist wieder die Schleichwerbung der Pharmaindustrie. Ich gehe Skifahren, da bin ich aber auch länger als 20 Minuten in der Sonne. Keine Frage. Und ansonsten kommt man mit den Speichern, die man im letzten Sommer hoffentlich gut aufgefüllt hat, ganz gut über den Winter. Da kommt man in der Regel gut über den Winter damit. Eine ganz fette Lüge. Die sommerlichen Speicher, wenn man sie denn ohne Sonnencreme aufgefüllt hätte, die klingen ja mit 20% ab. Also das reicht da nicht aus. Und warum gibt es die Grippewelle jedes Jahr im Februar, März? Das sind eben die entleerten Vitamin-D-Speicher. Und da sind wir dieses Jahr trotz des trüben Wetters auch gut mit dabei. Sehr gut. Was heißt gut mit dabei? Hier wird nur irgendetwas schön geredet. So, ein kurzes Fazit. Wir gehen mehr raus, tanken Sonne, wo wir... Ja, das ist die Illusion. Leute, geht nach draußen, das Geld liegt auf der Straße. So etwa hört sich das an. Kriegen können, ernähren uns gesund, soweit es uns möglich ist. Und die gesunde Ernährung kann es auch nicht retten. Das ist immer wieder von allen, auch Fachinstitutionen, bestätigt worden. Vitamin-D-Präparate sortieren wir eher mal nach hinten oder kaufen sie gar nicht erst. Ja, genau. Kaufen Sie kein Vitamin-D-Präparat, dann fühlen Sie sich nämlich matt und müde, dann brauchen Sie Antidepressiva, Sie haben Kopfschmerzen, dann können Sie Kopfschmerzen kaufen, Sie können so einen Quatsch wie Vitasprint kaufen, unterdosiertes B12. All das ist eine Sache, die den ganzen Fernsehsendern sehr viel Pharmawerbung einbringt und ich sag mal, die sind nicht unabhängig, die Medien, die möchten letztendlich auch Werbung platziert haben. Und wenn sie jetzt der Natur den Vorrang geben, dann kommen auch andere Präparate ins Hintertreffen. Dosierung ja auch ein gewisses Risiko birgt. Ja, die Risiken. Risiken sind offenbar auch mit dem Vitamin D verhaftet. Eigentlich ist es eine Phrase und diese Phrase wird ja auf Vitamin D angewendet. Es ist etwa so wie Wasser ist auch gefährlich. Ja, wenn Sie ein Glas davon sich in die Luftröhre schütten, könnte es für Sie lebensgefährlich sein. Nun, man muss hier vor etwas warnen. Wir haben hier eine wissenschaftliche Studie aus Cincinnati, Ohio. Eine Universität, die nach den Gebrüdern Wright, die mit den Hüten hier dargestellt sind, benannt wurde. Und die Studie zeigt, dass Menschen, die 60.000 Einheiten jeden Tag genommen haben, Spiegel von 225 hatten, aber sonst ist nichts passiert. Hier nachzulesen bei mir. Eine immer wiederkehrende Auffassung, Vitamin D ist schuld an Nierenstein, Nierenverkalkung, das habe ich hier gründlich in einem 13-Minuten-Video aufgearbeitet und gezeigt, dass es völliger Humbug ist. Es gibt kein gesteigertes Risiko für Nierensteine durch Vitamin D. Das wird immer gerne gesagt von Leuten, die sie in die Irre führen wollen. Sie sollen nicht merken, wo der Ausgang aus den Krankheiten ist und man will auch nicht seine Budgets plündern durch Vitamin D, was nicht vorgesehen ist. Hier ist meine Quellenangabe Vitamin D gegen Krebs. Hier sehen Sie in einem kurzen Video von 2 Minuten vorgestellt, warum das Risiko für Krebs sehr hoch ist in den Bereichen von 30, 20, 10. Das explodiert förmlich und niedrig ist in den hohen Bereichen. Solche Quellenangaben fehlen in dem Beitrag im ARD-Buffet. Es gibt auch eine sehr differenzierte Studie, wo alle vorangegangenen Studien tabellarisch aufgeführt sind. Man hat dazu über 6 Seiten gebraucht
Und in dieser riesigen Fleißarbeit zeigt, ja, Vitamin D ist ein Schutzfaktor für Frauen. Und umgekehrt, Brustkrebs, ja, es liegt am Vitamin-D-Mangel. Die Studien zeigen es immer eindeutiger, die Beweislage ist erdrückend. Hier unter diesem Link auf meiner Webseite /Brustkrebs 2017 nachzulesen. Natürlich ist es auch so, unter 40 explodiert die Sterblichkeit. Leute, die 20 oder 10 Vitamin-D-Spiegel haben, haben enorme Risiken. Jede Farbe steht für ein Land. Und unter dieser Adresse EU-Mortality können Sie den ganzen Beitrag nachlesen. Eine wissenschaftliche Studie. Warum haben Journalisten eigentlich nicht die Zeit, so etwas aufzuarbeiten? Ich mache das hier in meiner Freizeit außerhalb der Grippesprechstunde. Und die Journalisten sind nicht in der Lage, auch nur eine einzige Studie zu lesen. 10 tragische Irrtümer beim Vitamin-D-Spiegel. Hier wird durch den Vitamin-D-Simulator in Windeseile darstellbar, warum 1000 Einheiten nichts bringt, warum es eine Illusion ist zu sagen, wir kommen mit dem fettlöslichen Vitamin-D über den Winter. Das sind alles komplette Illusionen. Es wird für eine gewisse Zeit eingespeichert, dann hat es sich auch schon. Das ist die Adresse, /10 Fehler. Wo ist der Ziel für meinen Vitamin-D-Spiegel? Dafür habe ich diese bunte Grafik entwickelt. Schwarz ist die Krisenzone, blau ist normal, nach oben hin ist das Ergebnis noch offen. Wir haben es hier gelistet unter /bunte Tafel. Und diese Tafel möchten wir uns etwas näher anschauen. Wir haben nämlich in diesem Bereich 0 bis 30 die Pflicht zur Fürsorge. Also Ärzte, Politiker, Journalisten müssen darauf hinweisen, dass hier Menschen eine große Gefahr eingehen und deshalb hier aus dieser Zone möglichst schnell rauskommen sollten. Hier haben wir die Zone der Normalität von 30 bis 100. Das ist natürlicherweise messbar bei Menschen, die in tropischen Ländern leben. Und die Zone 100 aufwärts, ich sag mal, das ist eine Forschungszone. Wir hatten eben das Beispiel aus Ohio, dass hier ein Spiegel von 200 letztendlich keine Probleme gemacht hat. Toxizität ist möglich, habe ich hier vorsichtig eingetragen. Und hier kommen wir auf einen Trick, den in der Vitamin-D-Kritik immer wieder den Menschen mit reingelegt werden. Es wird nämlich den Menschen, die eigentlich hier unten sind, die deutschlandtypisch 10, 15 haben, denen wird etwas berichtet aus der Zone hier von 300 bis 800. Ja, also es könnte passieren, dass sie sich vergiften. Ja, also das ist so, als wenn man einem Bettler sagt, also ich kann dir jetzt leider keine 2 Euro in den Hut werfen. Also ich habe schon von Fällen gehört, wo Menschen durch einen Lottogewinn unmöglichen Lebensverlauf genommen haben und komplett unglücklich geworden sind. Also ich will dich nicht unglücklich machen, deshalb leiste ich zu deiner ersten Million keinen Euro-Beitrag. Das ist einfach eine absurde Argumentation. Und weil dieses Schaubild zwischen der fraglichen Zone, wo es vereinzelt irgendwelche Vorkommnisse gibt, und mit der niedrigen Zone wird in einen Topf geworfen und mit diesen verdrehten Fronten wird dann gegen Vitamin D Politik gemacht. Das ist hier nochmal dargestellt. Die Forschungszone, da sollten wir vielleicht mehr drüber wissen. Und ich sag mal, es sind Millionen da, die Grenzen des Weltraums, der Atome, der Meere und der Erde zu erforschen. Dafür sind immer Millionen bereit. Neuland, ja, aber was passiert eigentlich mit dem Menschen, wenn er hohe Spiegel hat? Es ist durchaus möglich, dass hier viele Krankheiten geheilt werden können. Darauf deuten die Studien von Dr. Coimbra, können Sie hier nachlesen. Wir wissen einfach viel zu wenig dafür und da wird auch nicht geforscht. Die Pharmaindustrie jedenfalls möchte nicht, dass man mit einem so einfachen Mittel die Probleme löst. Durch die verzerrte Darstellung wird von der Pflicht zur Fürsorge für Millionen Menschen in Not abgelenkt. Es sind 20, 30 Millionen in Deutschland, die hier unten sind, denen es echt schlecht geht und wo ich Tag für Tag seit 10 Jahren sehe, dass hier Rückmeldungen kommen. Ja, ich kann wieder schlafen,
ich habe nicht mehr diese Depressionen, ich bin wieder agil, ich schlafe nicht tagsüber am Arbeitsplatz ein. Das sind alles keine Märchen. Das kann man erproben, aber wo ist das Interesse dafür? Jedenfalls die Pflicht zur Fürsorge liegt bei der Politik. Und ich sag mal, die Journalisten, die hier alle Vitamin D versuchen in die Pfanne zu hauen, denen mal ins Buch geschrieben, Vitamin D soll mindestens 30 Nanogramm pro Milliliter sein und die meisten Menschen erreichen das nicht. Das ist einfach eine Vorschrift. Ja, und ihr Journalisten könnt auch nicht hingehen und sagen, wir haben gehört, Reifendruck sei 2 Bar und wir sagen aber, regt euch nicht auf, ein halbes Bar genügt, 0,5. Versucht es einfach mal und lasst euch nicht von dem Hype der Luftdruck, Reifendrucknormalisierung anstecken. Das wäre grob fahrlässig, man würde diesen Leuten schnell den Prozess machen. Also wenn Journalisten die Vorschrift so vernebeln, dann machen sie sich schuldig. Und ich könnte mir dieses Statement in 10 Jahren vorstellen, dass jemand sagt, ich habe damals im Jahr 2018 diesen Journalisten geglaubt, die sagten, das ist nur ein Hype, das ist unwichtig, ihr habt genug. Und heute, 10 Jahre später, weiß ich, dass ich damals die Chance verpasst habe, mich vor Darmkrebs zu schützen. Jetzt sterbe ich durch diese Irreführung. Das müssen Sie sich vor Augen halten. Journalismus ist Verantwortung und Sie können nicht einfach hier alles in einem Eimer kippen. Leute mit einem Mangel und Leute, die eine extrem hohe Dosierung haben. Wir müssen hier erstmal unsere Pflichten erfüllen. Und ich tue das gemäß den Regeln der Berufsausübung. Hier ist die ärztliche Berufsordnung abgebildet. Ich muss mitarbeiten an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitwirken. Und wir müssen der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung dienen. Und das ist ein Beitrag. Und wenn man sich wundert, warum gibt es so einen Auftritt im Internet, ist es einfach eine ganz simple ärztliche Pflicht. Und auch der Arzt und Journalist sollte sich an diese Pflichten erinnern, dass er nicht beschwichtigen sollte und sagt, ja, 90% sind gut versorgt, ja, wo sind denn die anderen 10%? Er soll sich immer um die problematischen Fälle kümmern und nicht so eine Beruhigungstaktik da fahren. Ja. Wer ist eigentlich verantwortlich? Das ist hier in diesem Beitrag-Grundgesetz nochmal abgebildet. Wir haben ja im Artikel 2 das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das ist längst nicht mehr gegeben. Wenn alle Medien jetzt auch behaupten, dass hier alles in Ordnung wäre, dann lassen Sie sich in Zukunft nicht mehr irreführen. Ich habe Ihnen wissenschaftliche Quellen gerade demonstriert. Wir brauchen eine bessere Vitamin-D-Politik und unter dieser Domain können Sie auch einige politische Artikel nachlesen. Wenn eine Krankheit nicht nur 1.000 oder 100.000 betrifft, sondern ganze Millionen der Bevölkerung und wenn die Presse es noch nicht begriffen hat, dann ist der Zeitpunkt gekommen, eine bessere Vitamin-D-Politik zu machen. Jeder Politiker ist aufgerufen, hier mitzumachen und hier gilt die Konkurrenz der besseren Maßnahmen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Hier sprach Raimund von Helden vom Vitamin D Service Institut Vitamin Delta.